Ob jung oder alt, Mann oder Frau, jeder hat Geheimnisse. Das habe ich gelernt. Das habe ich erfahren und das weiß ich von mir selbst. Ich bin beim FBI am Standort Los Angeles und ich leite seit 12 Jahren ein Team, das sich tagtäglich mit den grausamsten und schlimmsten Verbrechen in Südkalifornien auseinandersetzen muss. Mit Serienmördern, die Kinder vergewaltigen und umbringen, die unter lautem Gelächter Frauen foltern. Ich jage diese lebenden Albträume. Und so erschreckend das auch jedes Mal ist, sie lauern einfach überall. Mein Name ist Smokey Barrett. Genau wie Ellen war ich schon früh in der Todeszentrale eingetroffen. Er berichtete mir, dass Atkins etwas auf einer von diesen viralen Videoseiten entdeckt hatte, auf denen Leute anonym kurze Clips hochladen konnten. ViewYourClips.com. Worum geht es da? Um Unterhaltung, Voyeurismus, Kommunikation. Man findet da jede Menge Mist. Aber auch ein paar ganz kreative Beiträge. Es gibt verschiedene Kategorien, siehst du? Familie, Tiere, Musik und Religion. Guck dir das an. Gott gab den Menschen die Fähigkeit, zwischen Himmel und Hölle zu wählen. In der Sekunde, in der wir aus dem Mutterleib herausgezogen werden, da fangen wir an, Entscheidungen zu treffen. Und es ist die Natur unserer Entscheidungen, die im Laufe der Zeit über unser Schicksal, über unser ganzes Leben entscheidet, wenn eines Tages der Tod an die Tür klopft. Gibt es noch mehr von dem Zeug? Tonnenweise, hunderte solcher Beiträge. Aber inwieweit haben die was mit uns zu tun? Guck einfach weiter, Smokey. Lisa Reed. Lisa Reed kam als Dexter Reed zur Welt. Er war nicht zufrieden mit dem Körper, den Gott ihm zugeteilt hatte. Und entschloss sich eigenmächtig, den Körper einer Frau anzunehmen. Ach du Scheiße. Es wird noch heftiger. Man konnte den Mann im Video nur von den Schultern abwärts sehen. Er saß an einem Holztisch und sprach zu seiner Internetgemeinde, als sei er ein Prediger. Er hielt währenddessen einen Rosenkranz in seinen Händen. Ich meine, wir sind uns doch alle einig, dass dieses Verhalten eine Ungeheuerlichkeit ist, die gegen den Willen unseres Herrn verstößt. Doch Dexter Reed war bereit, all die Abscheu, all die Schmach in Kauf zu nehmen, die mit einem solchen Schritt einhergehen. Und Dexter Reed hatte noch ein anderes Geheimnis, das er seinem Tagebuch anvertraut hat. Ich bin im Besitz der entsprechenden Seiten, denn ich habe sie ihm gestohlen, nachdem ich ihn getötet habe. Verfluchte Scheiße. Hier ist die Fortsetzung. Als der nächste Videoclip startete, erschien auf dem Bildschirm ein Blatt Papier. Ich erkannte sofort Lisas Handschrift. Der Mann nahm die Seite an sich und begann laut vorzulesen. Hier steht... Als Dexter 14 Jahre alt war, entschloss er sich eines Morgens in den Wald zu gehen. Und diese Entscheidung hat sein Leben für immer verändert. Der Wald. Jener Ort, an dem man die erste Zigarette raucht und die ersten Küsse austauscht. Man munkelte, dass dort auch noch andere Dinge geschehen würden. Aber Dexter hatte von diesen Dingen keine Ahnung. Menschen hatten in Wäldern Tränen vergossen. Kinder waren dort geschlagen worden. Und es hatte Missbrauch an diesem Ort gegeben. Auch wenn darüber nicht gern geredet wurde. Wälder übten eine ganz eigene Form von Macht aus. Und würden es immer tun. Wenn auch nur in der Erinnerung. Kess ihn, du Scheißspast! Dexter erkannte die Stimme sofort. Jedes Kind in der Nachbarschaft hätte sie erkannt. Sie gehörte Mark Phillips, einem üblen Schläger und besonders widerwärtigen Zeitgenossen. Jacob war älter als Dexter und Mark, beinahe 17. Aber er war kleiner als Mark und geistig längst nicht so rege. Er kauerte auf Händen und Knien vor Mark und der drückte ihm den nackten Fuß mitten ins Gesicht.
Mach, was ich dir sage, oder ich prügel dir die Scheiße aus dem Leib, du sabbernder Wichser. Dexter war klar, dass er wenigstens den Versuch hätte unternehmen müssen, irgendwie einzuschreiten. Aber der Gedanke an all das, was Mark ihm in der Vergangenheit angetan hatte, schlug ihm plötzlich auf die Blase. Er wollte verschwinden, um sich zu erleichtern. Und genau in dem Moment geschah es. Was da? Na, sieh mal einer an. Heute findet hier wohl das Treffen der Vollidioten statt. Ich habe nur einen Spaziergang gemacht. Mir ist völlig egal, was hier sonst noch so abgeht. Ehrlich. Das glaubst du doch wohl selber nicht, Schwuchtel. Wir feiern hier eine kleine Party und du bist herzlich dazu eingeladen. Jetzt leck mal schön wieder meinen Fuß, du Vollidiot. Und du, hör gut zu, Schwuchtel. Du hast die Wahl. Entweder du machst, was ich dir sage, oder ich versohl dir deinen schwulen Arsch, so wie ich das vor ein paar Monaten schon mal gemacht hab. Weißt du noch? Dexter war bestimmt kein perfekter Junge. Aber er hatte immer versucht, ein guter Junge zu sein. Natürlich war er manchmal wütend oder rücksichtslos gewesen. Aber er hatte bis dato noch nie etwas wirklich Böses getan. Folgender Vorschlag, du holst jetzt deinen süßen kleinen Schwanz raus und lässt den Schwanzlutscher ordentlich dran lutschen. Bevor er ihn dir lutscht, will ich, dass du ihm ins Gesicht schlägst. Tu das nicht, sagte eine Stimme in Dexters Kopf. Das kannst du niemals wieder ungeschehen machen. Er blickte hinunter in Jacobs bleiches, vertrauensseliges Gesicht. Wenn du nicht so ein Vollidiot wärst, dann wärst du gar nicht hier. Und ich auch nicht. Los, tu's, Schwuchtel! Hau ihm eine rein! Ah! Dexter, ich hab den armen Jungen tatsächlich geschlagen. Und danach habe ich das getan, was Mark von mir verlangt hat. Und hinterher dabei zugesehen, wie Mark Jacob gedroht hat, er würde ihn umbringen, wenn er jemals ein Sterbenswort darüber verlieren würde, was hier vorgefallen war. Dieser Moment war das Ende meiner Kindheit. Ich habe mich danach nie wieder so wie vorher gefühlt. Man bildet sich immer ein, man wäre mutig und würde die richtigen Entscheidungen treffen. Was mich anbelangt, hat Mark diese Illusion zunichte gemacht. Mir war schmerzhaft bewusst geworden, dass ich bereit war, anderen Menschen weh zu tun, um meine eigene Haut zu retten. Nana war der einzige Mensch, dem ich das anvertraut habe. Sie hielt mich in den Arm, während ich bitterlich weinte und sagte dann: Jeder von uns trägt eine dunkle Seite in sich. Denk immer daran, bevor du das nächste Mal jemanden verurteilen willst. Dieses Jahr habe ich mein dunkles Geheimnis noch jemand anderem anvertraut. Ich habe einen Priester getroffen, der mir die Beichte abgenommen hat. Und er hat mir die Absolution erteilt. Und seit diesem Moment versuche ich unablässig, mir endlich selbst zu vergeben. Dexter Reed hat der Welt eines seiner Geheimnisse preisgegeben, aber nur eines, ein anderes, ein weitaus beschämenderes, hat er für sich behalten. Wenn er aber Erlösung vor Gott, unserem Herrn, finden will, muss er bereit sein, beide preiszugeben. Ist das miese Gefühl, das sich gerade in mir breit macht, berechtigt? Ja. Na los, klick den nächsten Clip an. Ein weiteres Beispiel gibt uns der Tod von Rosemary Sonnenfeld. Rosemary war der Inbegriff einer Sünderin. Als sie ganz, ganz unten angekommen war, ließ sie Gott in ihr Leben und vertraute es ihm ganz und gar an. Aber, genau wie Dexter, hatte auch sie ein zweites, ein noch viel dunkleres Geheimnis. Gebt nur Acht, gebt Acht. Das Video zeigte eine Frau, die mit einem Strohhalm in der Hand über eine Kokainstraße gebeugt war. Ja. Weiter, weiter. Komm. Wenn ich mir noch mehr davon reinziehe, gehe ich ja, drauf. Ja, und wenn nicht, schieße ich dir die Kniescheiben weg und dann schneide ich dir die Titten ab. Und dann gehst du auch drauf, aber das wird deutlich mehr wehtun. Jetzt lehn dich zurück. Komm, entspann dich, mein Kind. Entspann dich.
Und nun erzähl uns mal etwas über Dylan, Rosemary. Woher wissen Sie von ihm? Ich hab doch nur meinen Lotten. Ja, er war dein Bruder. Hab ich recht? Mein wunderschöner Bruder. Ja, wunderschön. Er war 13 und du 15. Komm, erzähl uns, was du Dylan angetan hast. Ich bin eines Nachts in mein Bett gestiegen. Und habe es mit ihm getrieben. Ja, und was ist dann am nächsten Tag passiert, Rosemary? Er ist ins Badezimmer gegangen und hat sich die Pulsadern aufgeschnitten. Niemand hat es je erfahren, warum. Weder meine Mutter noch mein Vater. Die zerstörerische Geld mir hat mein geliebter Bruder umgebracht. Sehr gut, genau, sehr gut, Rosemary. Ich werde dir jetzt deinen Frieden schenken. Ich sende dich heim. Vater. Zu Gott. Würde dir das gefallen? Ne? Würde dir das gefallen? Du bist im Himmel. Ja, geheiligt werde dein Name. Plötzlich zeigte das Bild wieder den Mann am Holztisch. Wir wussten nur zu gut, was sich als nächstes abgespielt hatte. Er hatte einen spitzen Gegenstand durch ihre Seite in ihr Herz gebohrt und ihr somit einen schnellen Tod bereitet. Einmal mehr. Seht ihr? Ein enthülltes Geheimnis, hinter dem sich noch ein weiteres verbirgt. Ich habe mein Leben der Enthüllung all dieser Geheimnisse gewidmet. Aber das habe ich mitnichten für mich selbst getan. Ich habe es nicht für mich getan. Und keinesfalls, weil ich Freude am Töten empfinde. Na klar. Ich töte nun bereits seit zwei Jahrzehnten. Und ich habe all meine Opfer sehr, sehr sorgfältig auserwählt. Alle trugen ein dunkles Geheimnis in sich, das sie unter keinen Umständen preisgeben wollten. Und nun sitzen all diese Opfer zur Rechten des Herrn und erfreuen sich an den Wundern des Himmelreichs. Ich bin kein Messias, oh nein, ich bin kein Messias, aber ich bin ein Prophet der heutigen Zeit. Ihr werdet euch fragen, wie ich all die Morde, die ich euch hier präsentiere, zu rechtfertigen gedenke. Ich habe diese Menschen gerettet. Ich habe sie gerettet. Sie haben ihre Sünden gebeichtet und ich habe ihnen den Weg in den Himmel gewiesen. Den Mitarbeitern der Gesetzesbehörden, die sich dieses Video anschauen, möchte ich Folgendes mitteilen. Alles, was sie benötigen, um mich dingfest zu machen, finden sie in diesem und in vielen anderen Clips. Sie müssen allerdings äußerst scharfsinnig vorgehen. Meine Arbeit ist nämlich noch lange nicht beendet. Es gibt noch weitere Namen auf meiner Liste. Ich werde in den nächsten 2 Tagen wieder töten. Und dieses Mal wird ein Kind mein Opfer sein.